wollten euch ganz begrüßen zum Sonntag-Gottesdienst und wir geben euch mal einen kurzen Einblick hier. Wir haben in den letzten 5 Wochen 20 Tonnen Lebensmittel verpackt. Das sind immer so Familienfesten, in denen alle möglichen Lebensmittel drin sind und 10 Kilo Maismehl, was so ungefähr für eine Familie von 5 Personen reicht, für 3 Wochen. Und wir haben Spenden bekommen von Menschen in Deutschland, von der Schweiz. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir die Lebensmittel hier kaufen können. Und da hinten seht ihr, gestern haben die Männer 10 Tonnen Mais abgeladen. Und morgen früh geht die nächste Fuhre raus für 40 Familien. Heute früh auch wieder für 40 Familien. Und so packen wir jeden Tag ungefähr 40, 50 Pakete und fahren die dann den nächsten Vormittag zu den einzelnen Locations, wo sie verteilt werden. Ja, hier seht ihr nochmal die einzelnen Kisten, die Lebensmittelkisten für jede Familie. Und wir haben jetzt den Helikopterhänger umfunktioniert in ein Lebensmittellager, wo jeden Tag gepackt wird. Und wir sind ganz dankbar für unser Team, dass alle mitmachen. Lea und Zoe sind voll dabei. Und wir heißen jetzt nicht mehr Mercy Air, Flüge für Menschen in Not, sondern hier könnt ihr das sehen, also Räder. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir als Mercy Air unsere Aktivitäten von der Luft auf die Straße verlegt. Das ist in Bezug auf ein Flugverbot, das allgemein ausgesprochen worden ist für die letzten 8 Wochen. In der Zeit waren wir natürlich nicht untätig und ich habe die Zeit nutzen können, um ganz wichtige Wartungsarbeiten an unseren Flugzeugen zu erledigen, damit wir, wenn wir wieder fliegen können, sofort einsatzfähig sind und wieder in Gebiete operieren können und hineinfliegen können, wo der Zugang erschwert ist. Wir danken euch für eure Unterstützung und dass ihr hinter uns steht und für uns betet. Das ist total wertvoll und so ein Segen. Vielen Dank. Hey, Dankeschön. Grüße nach Deutschland.